Weihnachten wird komisch so ohne Konstantin und Rebecca. Aber Olli, der kommt auf alle Fälle, oder? Ich sag dir, wenn er nicht kommt, dann fliege ich nach Ibiza. Sag mal, checkst du eigentlich, was du da liest? Kein Stück. Ich könnte noch mal in der Uni-Bibliothek nach neuen Büchern gucken. Die sind bestimmt noch komplizierter. Lydia, es dauert einfach ein bisschen, bis du dich in dieses Juristendeutsch da eingelesen hast. Ich habe diesen ganzen Kram einfach komplett unterschätzt, dieses Paragraphengequatsche. Das versteht einfach kein Mensch. Vielleicht solltest du dich von einem Anwalt beraten lassen. Ja, und wie soll ich den bezahlen? Sebastian, der hat dir doch Hilfe angeboten. Nein, das will ich nicht. Ich krieg das auch irgendwie alleine hin. Ja, ich würde sagen, das war eindeutig. Wie sieht's denn oben aus? Lydia, Sebastian schon gekillt? Als ich gegangen bin, da waren die beiden noch ziemlich verspannt. Aber ich bin froh, dass sie mich nicht gekillt hat, als er kam. Lydia, die kann echt manchmal ganz schön stur sein. Rebecca, die hat es immer ganz gut drauf gehabt, ihr zu sagen, was Sache ist. Aber ich traue mich das immer nicht so richtig. Wenn du willst, gebe ich dir Nachhilfe. Rebecca! Ich dachte, du wärst noch in New York. Nicht mehr. Oh, vielen Dank. Ich kann es noch gar nicht fassen. Seit wann bist du denn zurück? Seit eineinhalb Stunden. Als ich solche Sehnsucht nach euch hatte, habe ich mich gleich in ein Taxi gesetzt und bin hierher gefahren. Die Sachen habe ich in einem Laden in Soho gefunden. Gehört einem völlig abgefahrenen Typ. Danke. Bitte. Boah, cool. Machst du mir Milchkaffee? Ja, klar. Ist Gregor eigentlich da? Der ist doch unterwegs. Musst du dich nicht erstmal auf Königsbrunn zurückmelden? Ich werde nachher von dem Fahrer abgeholt, den ich am Flughafen besetzt habe. Natürlich nur, um euch zu sehen und den neuesten Tratsch zu hören. Also, lasst alles weg, was unwichtig ist. Die kleinen schmutzigen Details reichen. Als echter Adler aus Good Old Europe wirst du bei diesen Amis von Party zu Party gereicht. Da war diese Bankerfamilie und die wollte den ganzen Tag nur hören, was ich esse, was ich soll dich abholen? David, du arbeitest jetzt bei uns? Das ist ja witzig. Ist das dein Gepäck dort hinten an der Tür? Dann bring ich schon mal zum Auto. Was denn sonst? Naja, auf jeden Fall war die total besessen von Ludwig II. Es weicht überall, auf dem Geschirr, auf der Bettwäsche, sogar auf dem Fußabdreht. Also ist total lustig. Naja, tja, dann werde ich auch mal aufbrechen, um zu sehen, ob unser alter Kasten noch steht. Darf ich euch einladen? Oh, Gott sei Dank, Madame bewegt sich endlich. Machst du mir bitte die Rechnung alles zusammen, ja? Klar, sofort. Danke, Rebecca. Wir telefonieren, ja? Ja. Hey, Rebecca. Zurück aus den Staaten, ja? Wie geht es dir? Mir geht's prächtig. Darf ich dir Stella vorstellen? Ich meine, unsere Cousine. Oh. Das ist Rebecca, meine Ex-Freundin. Hi. Hallo. Wie war es denn in den Staaten? Oh, es war großartig. Erzähl sie denn anders mal. Los, wir müssen. Sag mal, spinnst du? Das entscheide ja wohl immer noch ich. Wir bleiben. Papa, das geht aufs Haus. Oh, die Firma dankt. Du triffst schon die richtige Entscheidung. Da bin ich mir ganz sicher. Ciao. Kann ich dich einen Moment sprechen? Sebastian, es ist gerade echt ein blöder Zeitpunkt, um über den Blog zu sprechen. Ich bin wegen was anderem hier. Sebastian, treulose Tomate. Warum hast du mich denn nicht zurückgerufen? Ich muss mal weg. Ich muss ganz, ganz dringend was klären. Na, Lydia. Mach mal hier eben die Bestellung noch fertig, ja? Also, was ist? Nimmst du mich mit? Mitnehmen? Wohin mitnehmen? Auf Hannes Taufparty? Das habe ich dir schon x-mal auf die Mailbox gesprochen. Du, für sowas habe ich jetzt gar keinen Nerv. Jetzt komm schon.
Du willst doch immer noch eine höhere Tochter aus mir machen, oder? Dafür ist die Tauffeier das ideale Übungsgelände. Na gut, was soll's. Echt? Wie cool. Ihr spielt die Musik.